Nein, wir haben einen wunderbaren Film hier. Er heißt Am Himmel der Tag und es passt auch ganz wunderbar zu unserer Reihe, denn wir versuchen ja immer einen herausragenden aktuellen deutschen Kinofilm hier zu zeigen und die Filmemacherin in diesem Fall hier zu haben. Und da freuen wir uns auch sehr darauf, nachher sie hier vorne zu sehen. Bruder Beck ist hier bei uns. Die Veranstaltung ist wie immer in Kooperation mit der führenden Fachzeitschrift für Film in Deutschland, der EPD Film. Und wie immer wird dann nachher das Gespräch nach dem Film von einem Autor der EPD Film geführt. Das ist Uli Sonnenschein. Er ist auch HR-Redakteur und Moderator und das wird mit Sicherheit eine schöne Sache. Wie immer gibt es vorher einen Kurzfilm, denn das gehört für uns einfach dazu, gerade in dieser Reihe. Und ja, das ist jetzt ein Film, der heißt Heavy Pregnant, dauert 9 Minuten, von Piotr Lewandowski. Und vielleicht kennt der eine oder die andere die beiden Hauptdarsteller, das sind Carsten Strauch und Rainer Ewerin. Die haben gerade für großen Wirbel gesorgt mit einer Fernsehserie in ZDF Kultur. Götter wie wir hießen die. Und die beiden spielen da in einer ihrer ersten Rollen. Und wer das kennt, das ist besonders interessant, das hier schon zu sehen. In diesem Sinne erstmal viel Spaß mit Heavy Pregnant. Bis gleich. Ja, das war ein etwas ungewöhnlicher Coming-of-Age-Film, würde ich jetzt mal sagen. Und ja, jetzt widmen wir uns Am Himmel der Tag. Und dazu bitte begrüßen Sie mit mir nochmal Pola Beck hier vorne. Ja, erstmal schön, dass du da bist und gleich die Bitte auch, magst du was vor dem Film sagen? Ja, also erstmal hallo, freut mich, dass ihr gekommen seid. Ja, nicht so viel, außer, ja, das ist mein Abschlussfilm an der Filmschule in Potsdam gewesen, der ich studiert habe und inzwischen bin ich fertig. Und wir haben 2011 im Herbst gedreht und ja, der Film ist jetzt auf Festivals getourt und im Kino gestartet Ende November und ja, heute nochmal die besondere Freude, nochmal ein Publikumsgespräch. Ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, vielen Dank. Da war sie jetzt auch etwas bescheiden. Also sie hat wahnsinnig viele Preise dafür aufbekommen, für diesen Film. Es lohnt sich in jedem Fall. Sie werden ganz viel Vergnügen haben, diesen Film zu sehen. Allein Eileen Tetzel ist eine wunderbare Schauspielerin. Das werden Sie auch wirklich nach diesen 90 Minuten so bestätigen können. Das kann ich schon mal versprechen. Ansonsten bleiben Sie sitzen. Nach dem Film gibt es dieses einstündige Werkstattgespräch. Wenn Sie sich dafür noch mehr interessieren, es gibt dieses Sonderheft der EPD Film zusammen mit dem Filmmuseum. Das gibt es auch am Museumsshop zum Beispiel zu kaufen. Da sind ganz viele solcher Gespräche eben auch abgebildet. Und nun wünsche ich viel Vergnügen bei Am Himmel der Tag. Bis nachher. Ja, schönen guten Abend. Am liebsten würde ich am Ende anfangen, aber die wichtigste Frage, die mir die ganze Zeit auf der Seele gebrannt hat, als ich diesen Film gesehen habe, war die Frage nach dem Titel, der so wahnsinnig poetisch ist und dann an einer Stelle sich sehr konkret einlöst, nämlich als sie im Auto fährt und dann in den Himmel guckt an diesem Tag. Wie kam der Titel zustande? Also ursprünglich hatte der Film die ganze Zeit einen anderen Titel und das war und dann war alles still. Unglücklicherweise hat der RBB einen Dokumentarfilm mit dem gleichen Titel produziert und die sind ja relativ kurzfristig mit eingesprungen und haben dann gesagt, okay, wir machen diesen Film, aber nicht unter diesem Titel. Und genau. Und dann haben wir fieberhaft überlegt, wie soll unser Film heißen. Es war eine ganz schwierige Aufgabe für mich, weil man
gewöhnt sich auch an Titel und wir hatten ja auch schon den Film so in der Vorproduktion so benannt und damit Werbung gemacht und so weiter. Ja, und dann haben wir überlegt, ein poetischer Titel, assoziativ passend. Mein Editor David Jeremy Rauschning hat den irgendwann per Mail geschickt. Wir haben uns immer so Mails rumgeschickt, unendlich viele, mit irgendwelchen Titeln, wo dann immer Kommentare kamen. Und ich habe diesen Titel erstmal so ein bisschen beiseite geschoben, also weil da auch irgendwie 40 Titel im Raum standen. Und dann haben wir uns am Ende dafür entschieden, weil er assoziativ ist, weil er poetisch ist, weil für mich am Ende der Tag bedeutet, das Leben geht weiter, ja, die Welt dreht sich weiter, auch wenn das Schicksal zugeschlagen hat, ne? Ein neuer Tag, und auch der Tag als, da findet das Leben statt, in der Nacht eben nicht, und ja, was Positives, was Helles, was was auch Assoziationen auslösen kann, ja, vielleicht ein bisschen sperrig, aber dafür in einer gewissen Weise diesem Film passend. Ja. Und auch was Metaphysisches. Ja. Der Film beginnt ja mit einer sehr starken Szene, einer mutigen Szene in der absoluten Nahaufnahme. Küssen und Schläge. Sie küssten und sie schlugen ihn, also quasi das ganze Leben, ja, in seinen Höhen und Tiefen. Diese Anfangssequenz war sicherlich nicht die erste Wahl für eine Anfangssequenz. Wie ist das zustande gekommen? Wie hast du das entwickelt und wie, ja, wie bist du wieder rausgekommen aus dieser starken Anfangssequenz und dann in deinen Film einzusteigen? Also diese erste Szene ist relativ spät statt in der Drehbuchentwicklung entstanden. Ich weiß gar nicht mehr, was ursprünglich die erste Szene war, aber wir wollten natürlich eine starke Szene und wir fanden es halt toll, dass diese beiden Freundinnen erstmal als Symbiose in irgendeiner Weise dargestellt werden, wo man auch glaubt, dass das eben nicht auseinandergeht und dass eben auch vielleicht die Möglichkeit einer Liebesbeziehung im Raum steht. Es wird ja nie so ganz aufgelöst. Ich glaube, was ich der Ursprung des Ganzen war eine extreme Körperlichkeit zu zeigen. Also auch das eine und das andere war, dass ich halt finde, und so wie ich es auch bei mir selber erlebt habe, so Anfang 20, Mitte 20, ich habe mich sehr viel ausprobiert. Ich war auch mit meinen Freundinnen sehr körperlich, vielleicht nicht so extrem wie die beiden, aber doch auch so ähnlich. Und ich habe das immer als eine Phase des Ausprobierens, des Grenzüberschreitens empfunden. Und so sehe ich die beiden halt auch am Anfang. Die probieren sich aus, die haben diese Möglichkeiten. Es gibt keine Grenzen, auch was Beziehungen angeht, was Frau oder Mann angeht, ob man jetzt lesbisch ist oder nicht, es ist nicht so wichtig, es spielt nicht so eine große Rolle, ja, es ist einfach etwas, was mich interessiert generell, warum auch junge Menschen in so einer Phase so miteinander sind und das dann plötzlich später auch total verlieren können, genau, also. Sie äußert sich ja sehr locker und sehr bestimmt dazu, als der Dozent sie fragt, seid ihr zusammen? Sagt, ja Quatsch, als wäre das überhaupt keine Option gewesen. Also diese lesbische Anspielung vom Anfang wird dann auf eine sehr charmante und sehr bestimmte Art wieder zurückgenommen. Ja, also genau darum ging es mir. Also das eben, das finde ich auch eben so ein Ding unserer Zeit, also in Großstädten vor allem, dass eben, ob man jetzt mit seiner besten Freundin extrem rumknutscht oder auch sehr körperlich ist, es ist nicht so was wahnsinnig Ungewöhnliches. Also es ist nicht so, dass man damit jetzt irgendwie plötzlich totaler Außenseiter wäre, sondern im Gegenteil vielleicht eher interessant oder anziehend auf Männer, ja. Und ich finde das immer spannend auch, wie reizvoll sowas sein kann. Und die beiden sind ja sehr attraktiv, sind ja jetzt keine Mäuschen oder so. Ich weiß nicht, ich habe mir mit dem
Burkhard, dem Drehbuchautor, wir haben uns gar nicht so wahnsinnig viele Gedanken darüber gemacht. Wir haben das einfach als stimmig empfunden und dann redet man tatsächlich auch gar nicht so viel darüber, ja, so dann eher in der Inszenierung, was das eigentlich bedeutet. Wenn man den Film sieht, ist es wahrscheinlich, geht es den meisten ähnlich, mir ging es zumindest so, ein sehr weiblicher Film, dann liest man das Drehbuch stammt von einem Mann, da ist man doch schon ein bisschen verwundert. Wie kam die Geschichte zustande? Ich habe irgendwo gelesen, es gab eine Kurzgeschichte vorher, die er geschrieben hat, aber es ist eigentlich ja keine Männergeschichte. Also der Burkhard hat ein Kurzfilmdrehbuch geschrieben, das ist, die grobe Geschichte war, auch eine junge Frau ist schwanger von jemandem, mit dem sie nicht zusammen sein will. Sie entscheidet sich, dieses Kind zu kriegen, hat diese beste Freundin und im Kurzfilmdrehbuch hatte sie noch eine Fehlgeburt. Und ich hatte dieses Drehbuch gelesen, wir kennen uns schon sehr lange, also über 10 Jahre, fast 15 inzwischen. Und ich hatte damals schon an der HFF in Potsdam studiert, er noch nicht. Und ich habe gesagt, ich will Regie führen. Ich finde dieses Buch super toll, es war so 40 Minuten. Und er hatte damals aber Regieambitionen, wollte es selber machen. Dann war es ein totaler Zufall, dass eine Produktionsfirma sowohl auf ihn als auch auf mich aufmerksam wurde. Er hatte das Drehbuch dorthin geschickt. Und die haben dann gesagt, wir finden das Buch toll, wir finden die Kurzfilme von mir, fanden sie toll und haben gesagt, wir wollen dich treffen, wir wollen Burkhard treffen. Und dann war es total toll, weil die Produzentin meinte, ja, wir haben hier dieses Drehbuch von Burkhard und dann habe ich gesagt, ich kenne den und dann hat sie gesagt, das Erste, was ich gedacht habe, ist, da könnte doch die Pola vielleicht Regie führen, ohne dass sie mich noch kannte und das war halt für mich total toll. Ich dachte, wow, okay, ja, ich finde das total toll und dann haben wir eben gesagt, wir machen einen Film zusammen und wir machen daraus einen Langfilm, also wenn dann richtig so. Und Burkhard hat dann gesagt, das ist in Ordnung, ich gebe die Regie ab und dann haben wir es zusammen entwickelt. Also er war immer derjenige, der geschrieben hat. Und ich war Teil der Zusammenarbeit. Wir haben uns immer getroffen, wir haben einfach wahnsinnig viel gesprochen, auch mal zusammen geschrieben. Und die weibliche Seite, also wie die Lara jetzt ist im Film, ich glaube, das ist ganz viel mein Einfluss. Die war auch als Figur vorher anders. Aber der Burkhard hat eine ganz tolle Gabe und der kann sich einfach ganz toll in verschiedene Menschen, Charaktere reinversetzen. Also der hat auch einfach Spaß daran, nicht nur über Männerfiguren zu erzählen, weil er halt sagt, ja, das ist das, was ihn auch interessiert, sich in andere, total andere Wesen reinzuversetzen und aus der Perspektive zu schreiben. Und ich finde, er hat auch eine große Sensibilität dafür einfach und das, also das war für mich eine tolle Zusammenarbeit, ne? Weil der war einfach jemand, wir haben dann auch gestritten, wie sind Männer, wie sind Frauen und so und genau das war in dem Buch auch toll, weil eben die Männer sind ja in der Geschichte eher die schwächeren Figuren, aber das war gar nicht so die Absicht, das kam einfach, weil die Frauen so stark wurden und der Burkhard hat halt immer sich für starke Frauenfiguren interessiert und das finde ich ist jetzt auch das, was der Film ist. Das ist keine, das war kein Credo von uns, sondern das hat sich so entwickelt. Und da, es geht eben in dem Film nicht so sehr um die Männer. Sie sind Teil der Geschichte, aber es ist nicht der Fokus. So. Und ja, das ist etwas, irgendwie, das hat gepasst mit ihm. So, das ging gut. Der signifikante Unterschied zu dem Kurzdrehbuch ist nicht nur die Länge, sondern, wie du gerade erwähnt hast, dass es eben nicht eine Fehlgeburt gibt, sondern eine Totgeburt, was dezidiert was anderes ist und heftiger ist. Du hast dich entschieden, das auf die dramatische Spitze zu treiben, aber auch bildlich, indem du das tote Baby zeigst. Das ist sehr mutig. Gab es da Widerstände von Seiten der Produktion? Gab es da Probleme? Wie ist das verlaufen in der Entscheidung für diese Szene? Also Widerstände gab es da eigentlich gar nicht. In der Entwicklung war uns wichtig, dass Lara einen Bezug zu ihrem Kind hat, sodass der Fall größer ist, also auch der Schmerz. Und in diesem Kurzfilmdrehbuch hatte sie es viel früher verloren. Und dann haben wir eben angefangen zu recherchieren. Wir haben also im Internet vor allem viel über Totgeburt
es heißt auch Stille Geburt, was ein sehr schöner poetischer Begriff dafür ist, gefunden. Und da war es halt so, dass wir gemerkt haben, boah, das interessiert uns, das finden wir total spannend. Wir haben darüber noch gar nicht viel gelesen, gehört, ist medial sehr tabuisiert. Also jetzt gerade vor wenigen Wochen wurde es in den Medien wieder besprochen, weil eben wir auch in der Recherche herausgefunden haben, was passiert eigentlich mit Kindern, die im 6., 7., 8., 9. Monat geboren werden. Und ab 500 Gramm gilt ein Fötus als Mensch und erst dann bekommt es eine Beerdigung. Und jetzt, was noch nicht so lange stattfindet, ist eben, dass es den Frauen zur Verabschiedung gegeben wird, wenn sie es möchten. Das ist, glaube ich, erst seit 10 Jahren, also Minimum, überhaupt, dass sie das machen, weil sie gemerkt haben eben, dass es wichtig ist. Ja, und diese Szene war dann, und auch dieses Kind zu zeigen, war für mich total wichtig. Also ich habe gedacht, dass dieses Kind auch wirklich zu sehen ist, diese Verbindung zwischen Mutter und Kind zu spüren, das war halt essentiell. Ich wollte das nicht so abstrakt halten. Und auch, weil gerade dieser Moment ja auch nicht nur was Trauriges ist, sondern auch eine gewisse Schönheit berührt, fast poetisch. Also ich meine, sie lächelt ja fast, wenn sie sich sozusagen, also so ein Stolz, sie hat richtig einen Stolz, ich habe eben dieses Kind doch geboren, ja. Und es ist ein Teil von ihr und das wollte ich zeigen. Ich wollte nicht einen furchtbaren, schrecklichen Moment, wo man die Augen zukneift. Ich meine, manche tun es, okay, aber dass es anguckbar ist, dass man merkt, in diesem Schmerz, in dieser Verabschiedung liegt auch was Positives, was Kraftvolles. Ach, das war irgendwie, es fühlte sich richtig an. Also, Es ist ja auch kein Abschied als Ganzes, sondern der Abschied passiert ja im Film auch in Raten. Also erst bei der Mitteilung, dass das Kind nicht mehr lebt, dann bei der eingeleiteten Geburt und am Ende dann nochmal bei dem Abbau des Kinderbetts. Also es gibt keinen Moment des Abschieds, es ist immer ein Prozess. Ja. Das ist auch, glaube ich, etwas, was gar nicht so bewusst war beim Schreiben. Ich glaube, das macht man so intuitiv, dass es jetzt nicht so etwas ist, sagt, okay, es gibt nur diese eine Szene und danach ist alles wieder gut oder so, ja, also dass man irgendwie das so weiterträgt und dass es so Stück für Stück ein Begreifen ist, wie soll ich sagen, also, ja, eigentlich so. Lara ist eine Figur, die quasi so eine Sammlung von unschönen oder unglücklichen Momenten hat. Also sie hat ein Studium, was sie nicht will. Sie hat eine sehr gespaltene Beziehung zu ihren Eltern. Sie hat keine wirkliche Beziehung zu einem Mann. Und dann hat sie diese ungewollte Schwangerschaft, die mit viel Mühe zu einer gewollten Schwangerschaft wird. Trotzdem bricht sie unter all dem nicht zusammen und kann am Ende lächelnd auf dem Boden liegen. Wie ist diese Figur beschaffen? Oh, das ist eine schwierige Frage. Ist sie beschaffen? Naja, sie trägt eine unglaubliche Stärke in sich. Also sie, für mich war immer wichtig, dass so ein Erlebnis einen Menschen nicht unbedingt verzweifeln lässt am Leben, sondern dass man daraus irgendwie eine Stärke und eine Kraft für sich, Entscheidungswillen gewinnt. Also und dass sie am Anfang so lebensfreudig ist, also dass sie so eine Lebensfreude hat und dass dieses Ereignis, ja, als junger Mensch, ist ja keine Risikoschwangerschaft oder sowas, ja, also sie erwartet es ja nicht, dass sie ihr Kind verliert und dass sie das so erstmal total negiert, weil sie dieses für sich gefunden hat, ne, also endlich mal was richtig machen und auch irgendwie ein Glück empfindet. Und dass dann sie merkt, dass sie, nachdem sie dieses Kind verabschiedet, dass sie merkt, okay, ich muss mich meinen Dämonen stellen, ich muss mich mit dem Schmerz konfrontieren, ich kann das nicht einfach wegschieben. Das ist sie für mich am Ende, eine erwachsenere Frau, die
aus ihren Erlebnissen Art Konsequenzen zieht. Und das ist für mich auch, was Erwachsenwerden heißt, dass man das, was man tut oder getan hat, dass man mehr mit den Konsequenzen sich beschäftigt und nicht so unüberlegt ist oder einfach die Dinge macht, ohne nachzudenken. Also, ja. Es gibt ja viele Filme, die sich mit diesem Moment von ungewollter Schwangerschaft oder schwanger von jemandem, mit dem man keine Beziehung hat, beschäftigen. In der Regel oder sehr häufig gibt es dann am Schluss den Ritter in goldener Rüstung, der kommt, die Frau nimmt mit dem Kind und eine neue Patchwork-Familie aufmacht, also sozusagen den heile Weltgedanken in den Film transportiert. Das war dir zuwider, oder nicht? Also, ich glaube, wir haben beim Drehbuchschreiben immer darüber nachgedacht, was man am wenigsten erwartet. Nicht jetzt per se, ja, sondern einfach, wie ist denn eigentlich das, also mehr, wie ist das Leben tatsächlich? Und mich interessiert, oder mich hat bei diesem Film eigentlich eher interessiert, was kann denn noch heftiger sein? Ne? Also mich hat nicht so sehr interessiert, dass bei ihr alles wieder gut wird und dass man so ein Erlebnis hat von einer Frau, die ihr Kind verliert und dann findet sie aber die Liebe, ja, also das war mir irgendwie zu banal, weil das ist, der Film würde nichts hinterlassen, glaube ich. Also ich glaube, das Wichtigste war, dass ich gemerkt habe, wenn der Film was hinterlassen soll, dann muss er auch wehtun, und deshalb glaube ich auch nicht, dass der Ritter kommen sollte und alles, was man sozusagen erwartet, dass sie mit dem Barkeeper vielleicht doch zusammenkommt oder dass sie sich mit ihrer Mutter total versöhnt oder so. Das hat mich nicht interessiert, darum ging es mir nicht. Das sind die Randerzählungen, die eben mitspielen bei dem, was sie durchlebt. Im Grunde wird ja hier mit einem, auch nicht wirklich konkreten Lebensentwurf, aber mit einem Leben, wie es geführt wird, Schluss gemacht, und das durch eine sehr schicksalhafte Nacht. Diese schicksalhafte Nacht wird auch als solche sehr deutlich. Also erst kommt es zu diesem Satz, noch einen Drink, damit du bleibst, dann nimmt sie Ecstasy, dann hat sie wilden, ungezügelten Sex mit einem Unbekannten und danach ist im Grunde alles anders. Dann gibt es nochmal so eine Szene, wo dieses Ungezügelte nochmal durchbricht. Das ist da, wo sie das Kinderzimmer streichen, in einer nicht gesitteten von oben nach unten, sondern quer durch den Raum mit lauter Musik. Und dann ist aber dieses wilde Leben vorbei. Die Botschaft, die dahinter stecken könnte, ist, passt besser auf, wenn ihr in die Disco geht und macht das alles ordentlich. Also darüber habe ich nicht nachgedacht. Ich finde es ganz schön, dass du das so auf den Punkt bringst. Gab auch einige kritische Stimmen, die mich fragten, wir leben im 21. Jahrhundert, wieso benutzt sie kein Kondom? Da dachte ich mir so, okay, in welcher Welt leben wir hier? In der idealen Welt oder in der realistischen Welt? Also das ist es ja auch irgendwie. Was war jetzt nochmal die Frage eigentlich? Sollte man besser aufpassen? Sozusagen so ein bisschen so sich selbst schuld, so das, so mit dem Motto, ja, passt auf. Also, nimm keine Drogen, trink kein Alkohol und geht nicht in die Disco. Also ich glaube, das ist lustig, also das ist etwas, was ich überhaupt nicht mit dem Zeigefinger erzählen will, sondern mir geht es eher darum, dass der Film was erzählt und was mitgibt, was ich für mich persönlich wichtig finde, und zwar, was ich halt auch vorhin meinte, also manchmal macht man in seinem Leben total vielleicht vermeintliche Fehler oder Sachen, die man nachher denkt, was Gott, was ist denn in mich gefahren und was habe ich getan und war ich denn vollkommen bekloppt, aber die Konsequenzen daraus, die sind eben Teil unseres Lebens, und wenn wir uns sozusagen manchmal mutig auf Dinge einlassen dann passiert vielleicht erst etwas Schönes und wir denken, wir haben die richtige Entscheidung getroffen, aber dann wird alles anders. Das ist für mich eben so etwas, wo ich denke, ja, aber es heißt nicht, dass wir daran irgendwie zerbrechen oder depressiv werden müssen, sondern
Es macht Mut, dass eben in Schicksalsschlägen auch, also dass darin Hoffnung steckt, dass man, ja, dass man als junger Mensch auch, dass es ganz viele Dinge gibt, die man machen kann, auch wenn man sehr viel Mist in seinem Leben erlebt hat. Und dass, dass ich auch, also was mir auch wichtig war bei dem Film, dass es so unterschiedliche Lebensentwürfe gibt. Also jeder hat in diesem Film irgendwie sein eigenes Ding am Laufen. Also ja, alle sind so ein bisschen auf der Suche und sind Ziellosigkeit und das ist okay. Also ich finde das okay, weißt du? Also das ist eben so, wie es ist im Moment, was auch so mein Gefühl ist. Und manchmal tut so eine Spiegelung ganz gut, auch in einem Film. Also mir tut es immer ganz gut, wenn ich Filme sehe und ich erkenne was in mir wieder, wo ich denke, ach, da könnte ich mal drüber nachdenken oder das habe ich noch so gar nicht betrachtet. Ich glaube, das ist das, was ich mir immer wünsche, wenn ich Filme sehe und was ich hoffe, auch mit dem Film irgendwie zu erreichen. Es sind ja im Grunde auch gar keine Entwürfe, denn der Dozent sagt ja ganz signifikant, es läuft eben nicht immer alles nach Plan. Was, glaube ich, ein bisschen unterschätzt wird bei dieser tragischen Thematik, ist, dass der Film auch Humor hat. Musste die arme Schlange tatsächlich 2 Wochen hungern? Und ist das Kaninchen am Ende, was da ins Bild hoppelt, ihr potenzielles Futter gewesen? Ja, stimmt, wir haben gar nicht so einen Satz rein, es wurden keine Tiere und so weiter, ne? Dieses Kaninchen mit Tieren drehen ist wirklich, also ich fand es sehr speziell. Also wir hatten so einen Schlangentrainer und der war ja total penibel. Der hat dann gesagt, also das Kaninchen, was ihr da habt, das würde die Schlange niemals runterkriegen. Und dann war ich ganz panisch und dann habe ich gesagt, oh Gott, wir brauchen ein ganz kleines Babykaninchen. Und dann hat irgendwer gesagt, ach mein Gott, also die Leute, die wirklich was über Schlangen wissen, also das sind vielleicht 0,1%, die diesen Film sehen und so, also was man sich halt für Gedanken macht dann. Letztendlich habe ich dann doch ein Babykaninchen bekommen. Und das bleibt leider in der Schachtel, man sieht das gar nicht. Ja. Ja, also ich fand, ach so, genau, was noch toll war, wir hatten erst eine tote Schlange und die war eingefroren. Und dann hat er die aus so einem, also das kam so ein Typ, der hatte so eine tote Schlange in einem Gefrierkasten und der hat die dann in dieses Terrarium gelegt. Und dann dachte ich so, oh, okay, hier sieht das irgendwie nicht so toll aus. Die war ja schon ein bisschen geschrumpelt. Und dann, dann haben wir nach irgendwie einer Woche oder so, habe ich gesagt, also wir müssen diese Szene nochmal drehen. Das geht wirklich nicht, das glaubt uns kein Mensch. Die bewegt sich nicht, die ist viel zu klein, die sieht einfach tot aus. Und dann kam dieser neue Mann mit dieser Riesenschlange und dann war ich total glücklich. Und aber es war einer der lustigen Momente am Set auch, muss ich sagen. Also, war schon gut. Und der Moment, wo sie den Fisch in den Kochtopf fallen lässt, da habe ich das erste Mal einen Schreck gekriegt und gedacht, na gleich aus Versehen geht die Erdplatte an. Also wir hatten ganz ehrlich ein bisschen Angst um den Fisch, weil wir dachten immer, der stirbt gleich an einer Herzattacke. Aber der hat alles super überlebt, dem geht's gut und ich glaube, diese Guppies haben später noch Kinder gezeugt im Terrarium meiner Szenografin, Aquarium meiner Szenografin. Also von daher alles wunderbar. Was ich wirklich gelungen finde, ist der Einsatz der Musik bis zu dem Stück am Ende von Anbrun oder Brühn. Wie wichtig ist die Musik und wie ist das gewesen mit dem Soundtrack für diesen Film? Also ist ja immer auch eine rechte Frage. Musik kostet viel Geld. Also Musik war immer so schon bei meinem ersten Kurzfilm total wichtig. Ich auch selber, ich höre ganz viel verschiedene Musik. Ich bin auch so ein bisschen manisch manchmal und sammle und sammle und sammle. Und die Filmmusikerin Anne-Cécile Roussel, ihr Künstlername Nekalis, die macht auch ganz normal, die ist halt Sängerin, hat auch sozusagen ihr eigenes Projekt, auch mit ihrem Freund zusammen. Public Lovers heißen die. Und die, wir hatten so ganz viel Sigur Rós zur Inspiration erstmal so. Und wir weil er auch ein Isländer ist. Und genau, wir hatten so ein bisschen skandinavische Musik überhaupt, ist viel drin. Trente Møller und Anne Brünn und
Ein Lied, was wir von Sigures, was wir an den angelehnt haben, was wir später noch bearbeitet haben. Und noch ein paar andere, glaube ich, weiß es gar nicht auswendig. Aber also die Musik ist immer sowas bei mir, wo ich denke, das ist so wichtig fürs Gefühl, fürs Gesamtgefühl. Und ich mag auch überhaupt nicht Musik, die so drauf liegt. Also so, wenn jetzt irgendwo man das Gefühl hat, jetzt kommt der Musikeinsatz. Also ich versuche immer in meinen Filmen die Musik so sanft einzubetten, dass sie fast wie eben, ja, wie so eine, eher wie so eine Atmosphäre ist, ne? Und selbst mit den Liedern, mit den Vocals, muss man halt gucken, wie man es dann benutzt, auch im Ton. Und also müsst ihr euch so vorstellen, also man sitzt im Schnitt und sagt, okay, jetzt brauchen wir Musik, ne? Also man hat so einen ersten Rohschnitt und dann hat der Editor, als auch ich, wir haben einfach unsere, weiß ich nicht, wir haben unsere Musikbibliothek durchgesucht, jeder hat so 100 bis 200 Lieder oder CDs mitgebracht und wir haben einfach wirklich durchgehört und aussortiert, immer wieder, also okay, der könnte passen dahin, so. Und dann immer für Szenen halt bestimmte Lieder runtergelegt, ja, nein, vielleicht und weiter und weiter und weiter. Und irgendwann hat man was und man sagt, perfekt. Also dieser letzte Song auf diese Szene, wo sie mit Elva auf dem Boden liegt, wir haben es gehört, es war relativ früh, da war die Szene noch nicht das Ende des Films, da gab es erst ein anderes Ende. Und wir haben gedacht, oh mein Gott. Wir müssen diesen Song haben. Wir können nur, also nur dieser Song. Genauso der Song mit dem Kopfhörer, wo sie alleine tanzt. Trente Möller Remix hatte ich gerade eine CD bekommen. Das kriegen wir nie, ja. Und also wir haben, also ich weiß nicht genau die Zahl, aber es sind so mindestens 6 Songs gewesen, die wir gekauft haben. Und da war es halt so, wir hatten wirklich wenig Geld. Und dann funktioniert es halt so, dass man die Künstler dann zum Beispiel mit Briefen anschreibt, also die Labels anspricht und dann direkt an die Künstler sagt, okay, ich wünsche mir, diesen Song zu benutzen, das ist die Szene, nur dieser Song oder keiner, und also die, wirklich die Intentionen versucht zu beschreiben und auch ja, emotional einfach daran geht, nicht so, okay, wir haben kein Geld und bitte gibt uns diesen Song, weil das sagen halt viele so, und das hat dann echt super funktioniert. Also wir haben alle Stücke bekommen, die wir wollten, und da war ich so glücklich drüber. Also das war schon ein Geschenk, auf jeden Fall. Der Film, du hast es eingangs gesagt, ist dein Abschlussfilm von der Hochschule. Was unterscheidet so einen Film in deiner Produktion von einer ganz normalen Arbeit? Was macht die Hochschule, oder was erleichtert die Hochschule noch einem fertigen Studenten? Also, ehrlich gesagt, war ich ab einem bestimmten Zeitpunkt gar nicht mehr so mit der Hochschule überhaupt involviert. Die haben uns natürlich unterstützt, aber ich muss sagen, dass es eher in dieser ganzen Vorproduktion so war. Also, die haben uns geholfen mit der Förderung, die haben mich unterstützt, sie haben mir mehr Zeit gegeben zu studieren, damit ich dieses Projekt machen kann. Die haben auch, also Andreas Kleinert, mein Regieprof, der hat mich immer unterstützt, auch später noch ist er zum Schnitt gekommen und so. Aber das war ein sehr kleiner Teil. Also ich muss sagen, die Schule hat mich eher vorher, also vorm Dreh, wirklich mit aller Kraft unterstützt. Und da bin ich denen auch sehr dankbar. Und ja, später hat man mit den Redakteuren, mit den Sendern zu tun, mit, klar, die Produzenten, man sitzt da und versucht das Beste draus zu machen, aber dann haben, also dadurch, dass ich auch schon, ich hatte mitten im Dreh mein Diplom gemacht mit dem Film, also deshalb war das dann auch in meinem Fall ein bisschen speziell, ja. Immer dann, wenn man bei Biografisches nachliest, steht da, geboren als Berliner Mädchen. Der Film ist gefördert vom RBB, und zwar in dieser Filminitiative Leuchtstoff, die lokale Stoffe fördern will, steht deshalb in der Biografie Berliner Mädchen. Oder anders gefragt, wie lokal ist diese Geschichte und wie universell? Also, das steht nicht in meiner Bio deshalb, das ist einfach, weil
Ach, ich bin einfach stolz, echte Berlinerin zu sein und ich freue mich, wenn ich das irgendwo hinschreiben kann, weil ich mir denke, ja, das ist irgendwie ein Teil von mir und ich finde das schön, wenn das die Leute auch wissen. Also, und ich bin jetzt nicht so eine Ost-Berlinerin, sondern eine West-Berlinerin und finde es irgendwie, ja, also und diese Initiative, die fördern nicht nur lokale Stoffe, muss man dazu sagen. Also es geht mehr darum, überhaupt Filmemacher aus der Region auch zu unterstützen. Und für mich ist dieser Film, der hätte in jeder Großstadt der Welt stattfinden können. Also die Geschichte ist für mich universell so. Und Berlin, wie ihr vielleicht gemerkt habt, also unschwer zu erkennen, ist kein Berlin-Film, ne? Aber ein Lebensgefühl dieser Stadt wird trotzdem wiedergespiegelt. Und die Figuren sind auch von Menschen in meinem und Burkhards Umfeld inspiriert, also definitiv. Aber ich habe, wir haben immer gesagt, und das war auch interessant, weil wir wollten erst in Frankfurt drehen. Und erst war es ein Film, der in Frankfurt gespielt hat, ne? Und dann kam der RBB als Sender dazu und die haben aber eben den Anspruch gehabt, okay, wenn, dann Berlin. Und dann haben wir aber einen Teil in Wiesbaden gedreht auch, und weil wir haben hier Förderung bekommen. Und es war ganz interessant, also er hätte auch in Frankfurt spielen können, das wäre, glaube ich, kein Problem gewesen, er hätte ein bisschen anders ausgesehen, denke ich. Also. Du hast mal ein Jahr in Dänemark verbracht und hast da auch dich mit Filmen beschäftigt, deshalb vielleicht die nordische Musik und der isländische Freund? Ja, habe ich. Also ich habe eine große Liebe zu Skandinavien und auch noch viele Freunde da, Filmemacher, mit denen ich immer noch vernetzt bin. Und schätze auch die skandinavischen Filme sehr. Also ich bin immer wieder irgendwie beeindruckt so, dass wir es in Deutschland irgendwie nicht hinkriegen, so wahrgenommen zu werden. Also der Thomas Lemakis ist lustigerweise Burkhards wunderlichst Nachbar in Wirklichkeit. Und der kennt den aus dem Film Nui Albi Nui, kennen vielleicht einige von euch. Und ist schon ein bisschen älter. Und der hat den halt irgendwann mal auf der Straße gesehen in Prenzlauer Berg und hat gesagt, oh, das gibt's ja nicht, das ist doch Thomas Lemakis, was macht der denn hier? Und dann hat er halt gesehen, dass er irgendwie in das Haus bei ihm gegenüber reingeht und hat er einfach ihm irgendwie einen Brief geschrieben und gesagt, willst du in meinem nächsten Kurzfilm mitspielen? Und der hat gesagt, ja klar. Und dann nach dem Kurzfilm hat er gesagt, ich schreibe dir nochmal eine größere Rolle. Und der so, ja, ja, okay. Und dann hat es halt wirklich gemacht. Und ja, er war die erste Rolle, die feststand und ich musste ihn, also ich hätte ihn gar nicht anders besetzen können. Und ich dachte, wenn er es nicht spielt, haben wir ein großes Problem. Ja. Du hast hochschulbedingt natürlich einige Kurzfilme gemacht, einige Dokumentarfilme. Sind das alles Arbeiten auf dem Weg zu dem abendfüllenden Spielfilm, den du jetzt und für immer machen wirst? Oder sind das Formen, die du liebst und auch weiterhin in Anspruch nehmen willst? Also ich würde schon gerne weiter Spielfilm machen. Und zwar aus dem Grund, dass ich immer in den Kurzfilmen das Problem hatte, dass ich das Gefühl habe, ich kann nicht tief genug, weit genug gehen. Also ich bin irgendwie immer begrenzt in der Länge und ich schließe nicht aus, dass ich nochmal einen Kurzfilm mache, vor allem, weil es eine Möglichkeit ist, zwischendrin auch mal wieder einen Film zu machen, wenn wirklich, weil Langfilme dauern einfach so wahnsinnig lang. Und dann schreibt man oder macht was und man denkt die ganze Zeit, oh, ich will drehen, ich will am Set stehen. Und das kann man mit einem Kurzfilm jederzeit machen. Man kann auch einfach mal was spontan machen. Und ich glaube, das werde ich auch nochmal tun. Und Dokumentarfilm, es ist ganz interessant, ja. Hätte ich mit einem Dokumentarfilm meinen Abschluss gemacht, wäre ich jetzt Dokumentarfilmerin. Habe ich jetzt einen Spielfilm gemacht, bin ich eine Spielfilmregisseurin. Und jetzt ist es total schwer, wieder so in dieses Dokumentarische zu gehen, wenn ich es nicht einfach selber mache. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt 1000 Dokumentarfilm-Produktionsfirmen auf mich zukommen würden und sagen würden, oh, das ist ja interessant, was du machst. So, ne? Also das ist einfach so und da muss man dann halt was dafür tun. Und ich würde gerne am liebsten beides weitermachen, weil es sind zwei so unterschiedliche Arten zu drehen und die in Kombination, das ist wunderbar. Also Spielfilm, da bin ich unter Hochspannung, da bin ich total... Ja, ich kann es gar nicht beschreiben, da bin ich ein Mensch, der lebt nur dafür und es gibt eigentlich nichts anderes, wenn ich in dieser heißen Phase sozusagen bin, also in der Vorproduktion bis Endfertigung. Beim Dokumentarfilm kann es ganz anders sein. Das mache ich genauso mit viel Leidenschaft auch, aber man kann es in Etappen machen. Ich schlafe immer ganz ruhig, ich bin viel entspannter,
weil ich nicht so sehr kontrollieren kann, weil ich halt viel mehr gucke muss, was passiert denn eigentlich und was davon interessiert mich, und ich kann ein bisschen die Kontrolle einfach abgeben, weil ich die Protagonisten, die ich filme, die geben mir einfach aus ihrem richtigen Leben so viel, und ja, also ich finde beides toll. Der Film ist jetzt tatsächlich vielfach ausgezeichnet worden, man hat es im Vorspann gesehen. Ihr seid mit dem Film auf dem Weg zum Deutschen Filmpreis. Das ist ja nicht ganz schlecht. Ja. Wie verhält sich das zum Publikumserfolg? Also, es ist realistisch. Im Kino hat man mit einem Film ohne viel Werbung, mit so einem Thema, ist es total schwer. Also, ich glaube, selbst wenn Eileen Tetzel jetzt, ich meine, sie ist ja schon ein bisschen bekannt, aber selbst wenn es jetzt Caroline Herfurth wäre oder, keine Ahnung, Hannah Herzsprung oder so, selbst dann glaube ich nicht, dass es viel erfolgreicher wäre, weil, ich rede jetzt nur vom Kino, weil man braucht dann eine immense Werbung, damit die Leute mitkriegen, dass der Film läuft. Und dann ist es einfach so, wenn die Leute lesen Totgeburt, also dann ist bei vielen schon sowieso vorbei, weil sie denken, oh Gott, deutsches Drama, kann man nichts gegen machen, außer Mundpropaganda oder ganz tolle Kritiken, aber selbst da, bei den Kritiken, das lesen halt die Leute, die sich auch für Programmkino interessieren, und die muss man eigentlich kriegen. Und also Festivals war das Gegenteil. Festivals, da waren die Seele voll so, und die Leute sind reingerannt so, und das weil die Leute dann auch auf Festivals gehen, um solche Filme zu sehen, und die sind auch bereit, sich darauf einzulassen, und Kino ist eben immer noch zu einem Großteil sich amüsieren oder einen guten Abend haben und nicht heulend oder so aus dem Kino zu gehen. Ich meine, es ist bei mir auch so. Also, gutes Beispiel, Amour von Michael Haneke. Ich habe den Film immer noch nicht gesehen, weil ich mir denke, oh, ich muss in der richtigen Stimmung sein und so. Und dann denke ich mir so, oh Gott, ich bin genauso. Also, ich habe auch so einen Film gemacht, wo man eben so sehr viel Emotion ist, wo man vielleicht auch weint oder sehr ergriffen ist. Tja, also ich kenne die Zahlen jetzt nicht von Amour, aber trotzdem finde ich das immer so, ich sehe es an mir selbst und muss realistisch sein. Ich glaube aber im Fernsehen, der läuft ja auch nochmal im Fernsehen, da bin ich total gespannt, also auf die Zahlen auch. Eileen Tetzel ist ein bisschen bekannt, sie hat in Alemannia, der ein sehr großer Publikumserfolg war, zumindest mitgespielt, und ist Tatortkommissarin seit relativ kurzem. Hast du beim Cast überlegt, dass du vielleicht ein Star-Vehikel brauchst, oder war das einfach überhaupt keine Überlegung, weil das Budget so klein war? Doch, also ich habe auch, also eine der Schauspielerinnen, was ich auch meinte, also ich habe schon an Caroline Herfurth auch mal gedacht. Es war so ein bisschen die Überlegung, auch den Film vielleicht mit einem großen Namen irgendwie auch für Verleiher und so, dass das halt auch was eine Rolle spielen könnte, und dagegen hatte ich jetzt erstmal nichts, ne, weil trotzdem ist man, wenn man Nachwuchsregisseur ist, ist es immer auch eine gewisse Respekt und vielleicht auch ein bisschen Angst davor, mit so sehr, sehr bekannten Leuten in der Hauptrolle zu arbeiten. Ich kann es nicht so genau erklären. Vielleicht ist es das Gefühl, dass man Angst hat, dass derjenige einen vielleicht zu sehr was erzählt, was man selber noch nicht weiß oder so. Also ich hatte auch viele Unsicherheiten am Anfang, ja. Das hat sich dann etwas gelegt, aber ja, und dann hatte ich erst eine andere Hauptdarstellerin, die so auch so ein bisschen bekannt war, die das hat dann, wir sind dann nicht zusammengekommen, und dann war ich so irgendwie 4 Wochen vor Dreh oder was, war ich nicht mehr viel, und dann hatte ich halt keine Hauptdarstellerin, also für beide Rollen nicht, und da war ich ziemlich verzweifelt. Also da war ich echt so, boah. Dann hat mein Mitbewohner, der ist auch Drehbuchautor, mir gesagt, guck dir mal Eileen Tetzel an. Da habe ich gesagt, Eileen Tetzel, nie gehört, okay, mache ich. Und ihr Demo hat mich total neugierig gemacht, und ich habe sie getroffen, und bei ihr war so, ich habe sie gesehen und dachte so, oh Gott, sie sieht so jung aus. Ich konnte gar nicht glauben, dass sie damals war, 27, ja, wurde gerade 28, jetzt ist sie 29, das gibt's doch nicht. Dann fand ich sie sehr zart, sehr mädchenhaft, aber
sie hat irgendwas gehabt, was mich total fasziniert hat. Und zwar so eine Bestimmtheit und so eine Klarheit. Und das fand ich, da dachte ich so, das ist wirklich interessant für die Rolle. Also sie ist nicht so richtig das, was ich mir vorgestellt hatte, wenn ich jetzt sozusagen meine Traumbesetzung nenne. Aber dann war sie genau das so. Sie war halt, das war genau das, so diese Zartheit und dann dieses ergreifende Spiel, dieser tiefe Fall. Da dachte ich mir, wow, tolle Besetzung einfach. Was für ein Glück, dass ich sie gefunden habe, weil sie ist auch ganz toll professionell und hochkonzentriert am Set und so. Also es war einfach eine wahnsinnige Freude und wir sind Freude, mit ihr zu arbeiten. Wir sind jetzt auch richtig gute Freundinnen geworden. Das ist halt noch so ein zusätzliches Ding, was einfach schön ist. So. Du hast vorhin gesagt, wenn die Leute deine Handlungen lesen, dann sagen sie, oh, deutsches Drama. Noch schlimmer ist ja das Vorurteil bei der deutschen Komödie. Hast du manchmal das Gefühl, du arbeitest gegen Klischees an, die den deutschen Film betreffen, aber mit dir gar nichts zu tun haben? Ja, richtig. Also ich denke immer, man wird so oft sofort irgendwo reingesteckt. Und gerade in so eine, wenn es so empfindsam ist, also wenn gerade wenn so gekränkte Eitelkeiten, ne, von so, oh, wir müssen was tun für den deutschen Film und ach, deutsches Drama und dann so mitleidiger Blick und so, dann denke ich mir so, ja, okay, also wenn ich jetzt eine Französin wäre und Drama, würden die Leute sagen, ah, interessant, zeig doch mal oder so. Also ich überspitze es jetzt, ja, es gibt natürlich auch wirklich Leute, die anders reagieren. Aber generell habe ich immer das Gefühl, warum müssen die Leute als erstes sagen, wenn sie den Film sehen, der ist überhaupt nicht deutsch? Also denke ich mir so, ist das das erste Kriterium? Man erwartet einen deutschen Film und der ist nicht deutsch? Oh, was heißt das überhaupt? Also kann das nicht beantworten. Ich weiß nur, dass ich immer versuche, irgendwas in mir sozusagen zu hören oder so. Ja, also ich sage, okay, was interessiert mich und nicht, was muss ich jetzt machen, um irgendjemanden zufriedenzustellen oder was wäre jetzt das Beispiel? Wir haben zum Beispiel kaum Filme gehabt für diesen Film als Referenz. Also es war wirklich so, wir haben uns Szenen angeguckt aus Filmen, aber es gab keinen Film, wo wir gesagt haben, so soll der Film sein oder so. Das gab es nicht und das war auch genau das, was ich nicht wollte. Ich wollte nicht irgendwie sein wie, sondern ich wollte einfach, die Figur hat mich interessiert und die Geschichte und klar, man sucht sich immer Inspiration, aber ich hatte nicht das Gefühl, ich muss mir jetzt irgendein Idol suchen oder so. Ist es ein Wunsch, aus diesen deutschen Produktionszusammenhängen zu entfliehen und irgendwann zu sagen, ich habe meine Position jetzt gefunden und mache jetzt Filme in England, Frankreich, Amerika, Mexiko? Also ich habe nichts dagegen, im Ausland zu drehen, aber eigentlich würde ich gerne lieber auch in Deutschland Filme machen, die besonders sind und speziell und eigen und trotzdem auch Zuschauer erreichen, weil sonst ist es halt schwierig. Aber ich habe Lust, im Ausland zu drehen. Ich hab bis jetzt in Dänemark gedreht, in Iran, in Mexiko und ich will es weiterhin tun. Das ist einfach toll. Also das bringt einen auch weiter. Gibt es schon ein nächstes Projekt, was du erwähnen willst, oder bist du da arbeitslos und sagst erstmal nix? Ja, also ich weiß nicht, ob es wirklich mein nächster Film wird, aber es gibt einen Spielfilm, in dem ich schreibe. Da geht es um ein Mädchen, die erfährt, dass sie Eltern hat, die seit Jahren ein Leben als Drogendealer führen und die kommen in den Knast. Und sie muss für die beiden Verantwortung übernehmen und findet eigentlich erst heraus, was die ganzen letzten Jahre über gemacht haben und muss für die ganzen Kosten Geld auftreiben und gerät in so einen Sumpf von der Welt, was sie nie für möglich gehalten hätte. Und ja, das ist das Projekt, an dem ich gerade schreibe. Und ja, das immer sehr lange dauert, weiß ich eben nicht, ob es wirklich der nächste Film wird, weil ich auch mit dem Burkhardt noch was zusammen entwickle. Das ist allerdings noch in so einem frühen Stadium. Ja, deshalb mal gucken. Also ich bin dran, sozusagen. Ja. Und die Zeit zwischen den Spielfilmen überbrückst du mit anderen Arbeiten oder
bist du tatsächlich jetzt Filmregisseurin? Also im Moment bin ich sozusagen Filmregisseurin, die schreibt. Und im Moment lebe ich tatsächlich von den Preisgeldern noch und hoffe, dass ich halt im nächsten Jahr, irgendwie Anfang nächsten Jahres, wieder was drehe, weil im Moment wäre es dann eher Förderung fürs Schreiben, die sozusagen mich über Wasser halten würde. Ja, also, aber im Moment bin ich ehrlich gesagt recht entspannt, weil ich denke mir, okay, ich habe ein nächstes Projekt, ich habe vielleicht noch ein zweites nächstes Projekt, die sind zwar noch nicht finanziert und so, aber ich bin zumindest in keinem Loch nach diesem Film und das ist schon mal was, also. So, wenn Sie noch Fragen haben, können Sie die noch stellen, gerne. Ich komme dann einfach zu Ihnen. Zeichen geben. Haben wir Sie jetzt so platt geredet, dass Sie gar nichts mehr sagen möchten? Es gibt doch bestimmt irgendwas, was du jetzt völlig anders machen würdest inzwischen in dem Film. Was wäre denn so der größte Punkt, den du jetzt einfach komplett anders angehen würdest im Leben? Also ehrlich gesagt gibt es nichts, was ich so komplett anders machen würde. Also, aber ich glaube, wenn du mich in 2 Jahren nochmal fragst, kann ich dir ganz, ganz viel nennen. Weil das immer ein Phänomen ist, wenn man einen Film nach langer Zeit sieht, sieht man die Dinge halt total klar und man hat sich auch schon weiterentwickelt. Und ich will der Frage eigentlich gar nicht ausweichen. Es gibt natürlich so Kleinigkeiten, wo ich sage, okay, das hätte ich jetzt anders gemacht oder so. Es gibt so Sachen, die im Raum stehen für mich, ja, die ich, zum Beispiel Besetzungsfragen sind Wahnsinnsthema, wenn man kein Geld hat und keine Schauspieler bezahlen kann, dann ist es manchmal auch schwierig. Manchmal muss man mit Kompromissen leben. Ich muss sagen, bei diesem Film gab es einige Kompromisse, aber am Ende bin ich total froh, weil sie haben was ganz anderes reingebracht. Eine Besetzung macht wirklich manchmal einen kompletten Unterschied, aber sie sind dann so eine Bereicherung, weil, also nur ein Beispiel. Ich hätte den Dozenten als super attraktiven, super sexy Typen, wo man sieht den und man würde sofort sagen, klar, total, stehen alle Frauen drauf. Am Ende habe ich mich dagegen entschieden, dass er ein normalerer Typ ist, weil ich dachte, das ist doch eigentlich das Interessantere, ja, weil dieses Klischeehafte, ein super sexy Typ und jeder versteht, also warum diese beiden Frauen so oft den abfahren, dann dachte ich mir so, nee, aber darum geht's ja nicht. Der hat ja eher so eine Sanftheit und so eine Nähe, die er auch zulässt, die diese Frauen irgendwie attraktiv finden. Und das ist etwas, was ich feiner erzählt finde, als jetzt nur so eine Äußerlichkeit. Ja, also, aber da habe ich mich oft gefragt, wie wäre der Film, wenn der jetzt so eine, sag ich mal, eher so eine, auch so eine äußerliche, unglaubliche Schönheit. Finde ich sagen, der ist unattraktiv, ne? Manches klingt jetzt vielleicht ein bisschen heftig, aber ihr wisst, was ich meine, denke ich. Und ich habe mich gefragt, ob die Rolle eine andere Bedeutung bekommen hätte im Film, eine größere, also ob es einfach ein größerer Fokus geworden wäre. So. Ich glaube, solche Fragen stellt man sich. Es ist, weil der Film ist so, wie er ist. Also wenn ich jetzt ständig drüber nachdenken würde, oh Gott, hätte ich das so gemacht, und das mache ich einfach nicht, weil ich, so, da werde ich verrückt. So. Kann er nichts mehr machen. Also erstmal ein großes Kompliment. Mir sehr gut gefallen der Film, war auch sehr schwer, aber ich denke, das ist auch wichtig, oft bei Filmen. Mich würde interessieren, also Ihnen nimmt man ja dieses Sonnige sehr gut ab jetzt. Also Sie sind ja sehr, sehr glücklich und Sie sagen, am Himmel der Tag, wieder die Sonne geht wieder auf hinterher. Wie schwer fiel Ihnen dann dieser Abstieg in diesen ja, fast schon Horror, Psycho-Raum mit der Maske, mit dem Lars von Trier-Fuchs vielleicht? Also das war so doch sehr hart dann.
Darf ich also kurz fragen? Also schwerfallen im Sinne von die Überwindung, das zu inszenieren oder die Schauspieler dahin zu kriegen oder ja? Ja, also in die Richtung, also als okay. Regisseurin dann. Ja, also ist eine total interessante Frage, weil also bevor ich diesen Film gemacht habe, habe ich mich gefragt, okay, ich muss mich trauen, mit den Schauspielern sehr weit zu gehen. Und ich möchte auch irgendwie weit gehen. Und ich hatte davor einen Film gemacht, wo ich ein bisschen unglücklich war, dass ich mich nicht so viel getraut hatte, der schön geworden ist so. Und ich war auch okay damit, aber ich habe halt gemerkt, ich will irgendwo. Also mein Regieprofessor hat immer zu mir gesagt, Pola, du musst da hingehen, wo der Dreck ist in dir. Du musst dich mehr trauen, du musst einfach tiefer gehen. So. Du musst nicht irgendwo Stopp machen, weil du Angst davor hast. So. Und das habe ich total beherzigt. Das war ein total toller Ratschlag von ihm. Einfach immer zu sagen, nein, auch wenn dein Team dich gerade mega scheiße findet, weil du in die 12. Stunde gehst, in die 13. Stunde gehst, auch wenn deine Schauspielerin gerade müde ist, auch wenn du selber gerade nicht weißt, ob es richtig ist, was du tust, was du sagst, mach weiter und denk zweimal. Also nicht nur, habe ich es irgendwie im Kasten, ist die Szene irgendwie jetzt, haben wir alles, sondern stimmt das Gefühl. Weil das war immer genau das, was ich kontrolliert habe. Und da war es halt oft so, also in so Szenen, die so emotional waren, zum Beispiel. Ich erzähle eine kleine Anekdote. Diese Szene, in der Lara mit Martin tanzt und Nora kommt hinzu und merkt, okay, die hat sie vermeintlich betrogen und Nora kommt rein und knallt ihr krass ein. Also. Also das haben wir gedreht und die waren so aufgeladen, die Schauspieler, und die haben das so toll gemacht und wir haben es wirklich nur zweimal gedreht. Aber wir mussten ein paar Sachen natürlich nochmal so als Backup drehen, also. Und dann hat die Henrike von Kuig gesagt, ich habe ihr gesagt, okay, dieses Mal brauchst du ihr nicht richtig eine knallen. Und dann hat sie gesagt, okay, ich hoffe, ich kriege das hin. Und dann hat sie es nicht hingekriegt und sie hat sie so fest geschlagen, dass die Eileen ist auf den Boden gegangen und die hat sich die Wange gehalten, die hat echt sich so zusammengerissen, die ist weggerannt, hat gesagt, lass mich bitte alle alleine und ich habe gedacht, was mache ich jetzt? Wir brauchen jetzt einfach noch ein paar Sachen so für diese Szene, wir können das jetzt auch nicht irgendwie verschieben oder so. Und die waren alle total aufgelöst und ich dachte mir so, oh super, was mache ich jetzt? Und ich dachte so, nee, also ich brauche das jetzt und ich kann jetzt auch gar nichts machen. Und wir haben uns zusammengerissen, ich habe mit den Schauspielern geredet und wir haben diesen Rest gedreht. Und es war alles okay und danach hat nie wieder einer irgendein Wort darüber verloren, weil es total in Ordnung war, weil es halt alle wussten, es ist wichtig. Und jeder hat gespürt, diese Szene wird gut, weil sie so, ne, weil es so einfach so in der Luft lag. Aber das heißt immer, Schauspieler an ihre Grenzen bringen. Und wenn jemand weint oder wütend ist oder dich anschreit, dann musst du als Regisseurin, wenn du selber als Mensch nicht so bist, da manchmal Situationen meistern oder jemand anschreien. Na, ich schreie nicht, aber ich bin dann sehr bestimmt oder will irgendwas. Ja? Das würde ich im wirklichen Leben vielleicht so nicht mit jemandem machen, aber ich weiß, ich brauche das in dem Moment. Und ich weiß dann auch, es ist okay, weil es geht nur darum, am Ende einen guten Film zu haben. Und die Schauspieler sind ja nicht böse oder so. Die sagen dann, das war gut, dass du es gemacht hast. Und das ist das, was man immer sich sagen muss. Und das ist das Allerwichtigste. Ja. Ganz kurze Nachfrage dazu. Lars von Trier, Fuchs. Antichrist, hatte das irgendeine Bedeutung? Nee. Ich finde den Film irgendwie faszinierend, aber an den habe ich gar nicht gedacht, gibt es da so einen Fuchs? Weiß ich gar nicht. Also wie auch immer. Mich interessiert das Flugzeug bei der, vielleicht in den titelgebenden Szene, wie aus dem Auto heraus, vermutlich durchs offene
Schiebedach der Himmel eben gefilmt wird und dieses Flugzeug da so rübergeht. Und ich hatte, also ich habe den Film heute zum zweiten Mal gesehen und hatte beim ersten Mal gleich so die Assoziation, da fliegt so dieses Kind sozusagen weg und verschwindet in seine eigenen Sphären so ein bisschen. Und war das ein schöner Zufall beim Dreh sozusagen, dass ihr dachtet, oder war ein Schnitt dann, hey, das würde ja gut passen, oder wie kam es dazu letztlich und war das in dem Sinne absichtlich genau so gewählt? Ach so, also es war ein Zufall, der beim Drehen dann sozusagen, klar, wenn man sowas sieht, dann sagt man, super, das ist, ich war gar nicht dabei, weil mein Kameramann hat sich ins Auto gesetzt und hat dieses halt selbstständig gedreht und da gab es halt, weiß ich nicht, 5 Shots oder so und eins war mit diesem Flugzeug und es war halt für uns total klar, dass wir das nehmen, weil das eben genau diese Assoziation war, die wir auch sofort hatten und ich bin total froh, dass du es sagst, weil ich habe immer gedacht, es kapiert eh keiner und denkt keiner drüber nach und so, aber merke, dass es dann doch irgendwie auch mal jemand so sieht und es ist dann immer schön. Also solche Sachen sind halt Geschenke und sowas passiert immer beim Drehen. Man sieht irgendwas plötzlich, keine Ahnung, auf dieses fallende Blatt, so was dann auf dem Boden landet. Das ist ja auch total symbolisch eigentlich, ja, aber sowas kann man sich dann stundenlang im Schnittraum darüber diskutieren, dann denkt man so, ob das irgendeinem mal so auffallen wird oder ob man denkt, okay, so ein bisschen Zwischenschnitt oder so. Aber irgendwie ist dann schön, ne? Man sieht dann ein paar Leute denken auch so, wie man denkt. Ja. Ich habe auch noch 2 Fragen aus dem, was du gesagt hast. Du hast vorhin erwähnt, es gibt, also ich frage erstmal die erste Frage, es gab ein anderes Ende eigentlich. Magst du da was zu erzählen? Ja, also im Drehbuch war es einfach so, dass noch viel mehr danach also erzählt wurde. Also es war einfach mehr noch so, was sie danach für sich findet, dass sie sich der Fotografie zuwendet und ihrer Mutter annähert. Und ich fand das irgendwie, also der Editor und ich, wir haben das halt am Anfang erstmal so klassisch, ne, man schneidet erstmal so wie ein Drehbuch und dann haben wir halt das geguckt und haben gesagt, das geht nicht. Der Film, wenn wir so rausgehen aus dem Film, das wird nicht funktionieren. Also das wird einfach nichts hinterlassen, das wird dann so alles wieder gut und im Drehbuch hat es anders sich angefühlt. Im Drehbuch war es einfach, hat sich gut angefühlt und der Film hat dann noch was gemacht, was im Drehbuch halt noch gar nicht so spürbar war. Und zwar die Macht der Bilder. Also bestimmte Dinge, dieses Einsamkeitsgefühl. Also das war echt toll. Also das war einfach im Drehbuch nicht so stark. Und das war dann plötzlich durch die Bildsprache so, da. Und dann auch diese Kraft, dieses Endbild. Also die liegen am Boden und so. Ihr Nachbar und Freund, Seelenverwandter und so, also ja, ich hatte halt das Gefühl, alles, was danach kommt, schwächt diesen Film so und deshalb haben wir es rausgenommen. Ich mache gerade noch mal eine 2. Frage. Du hast vorhin gesagt, du findest es total schade, dass wir das nicht hinkriegen, so wie die Skandinavier. Du hast dich eigentlich aber trotzdem sehr kritisch auch geäußert gegenüber die deutsche Filmbranche oder die aktuellen Filmemacher, zumindest das, was dabei entsteht. Jetzt bist du auch über sehr, sehr viele Festivals gezogen, warst mit Sicherheit auch bei vielen vor Ort, hast viel gesehen. Wie kommt dieses Wir zustande? Also siehst du viele Filme und wenn ja, wo verortest du dieses Wir? Also ich versuche total viel zu gucken, also auch an deutschen Filmen, aber naja, ich grenze mich nicht ab von deutschen Filmen, überhaupt nicht, im Gegenteil. Das habe ich auch gesagt, ich will auch gerne hier sein und ich finde halt nur, ich denke mir so, ach, es wird so, irgendwie wird ein bisschen gelitten, dass es irgendwie nicht so ein Ansehen gibt und das ist, und dann denke ich mir so, ja, aber es ist ja auch selbst verursacht, also die Strukturen sind schon sehr fest in Deutschland und man muss auch sehr klar ein Genre sein und so ein bisschen mutig und wir experimentieren mal bei der Förderung. Ist als Nachwuchsregisseur
ganz schwer, glaube ich. Also gerade da wird dann doch auch verlangt, dass man dann ganz klar ist und so. Und dann will man auch wissen, was kommt denn da jetzt als nächstes. Und das finde ich halt total schade. Andererseits geht es um viel Geld. Ich kann natürlich auch von jemandem verlangen, dass er mir viel Geld gibt für mal gucken, was ich draus mache. Und das finde ich so eine Diskrepanz, die ich halt selber bemerke beim Entwickeln von neuen Projekten, dass ich einerseits ganz klar sein sollte, weil ich halt auch möchte, dass man mich fördert, aber denke, als kreativer Mensch brauche ich manchmal einfach noch ein bisschen Zeit, ein bisschen Offenheit. Ich kann mich manchmal einfach gar nicht so eng festlegen, weil wenn ich das tue, dann habe ich keine Möglichkeit mehr, nochmal vielleicht in eine andere Richtung zu gehen, die viel besser ist. Und ich finde das beim Filmemachen total wichtig. Also irgendwo einen Freiraum zu haben, in der man sich nochmal etwas bewegen kann, ist so das Essentielle. Das finde ich halt so schade, dass das eigentlich gegen so eine Förderung spricht, wenn man eben das irgendwas ganz Konkretes abgeben muss und so. Und das Wir ist ein Wunsch nach irgendwie was zusammen ändern und auch, dass irgendwie zumindest so ein bisschen sich was tut, dass man wahrgenommen wird, dass es so, und es gibt es ja immer wieder. Ich finde halt nur, es ist wie so Einzelfälle, aber es ist immer noch kein, also gut, Berliner Schule gab es als Bewegung, aber jetzt im Moment weiß ich gerade nicht so, was ist denn eigentlich so für ein, was sind wir denn eigentlich gerade, wir jungen Filmemacher und auch die Älteren, ich könnte das gar nicht beschreiben, ich finde, es geht in alle Richtungen und ich weiß nicht, vielleicht ist es auch eine gewisse Behäbigkeit, die mich stört, also ich wünsche mir, dass wir alle so mutig werden und was das bedeutet für den Einzelnen, dass das ist eben individuell, aber also ich versuche es halt für mich auf jeden Fall zu sein und also mal gucken, ich habe jetzt ja noch ein paar Filme vor und irgendjemand hat zu mir gesagt, der Am Himmel der Tag wäre ja fast schon kommerziell gefilmt und dann war ich ein bisschen beleidigt und gesagt, was soll das heißen, also nur weil ein Film jetzt nicht total quer ist und schwer zu verstehen oder super lange Einstellungen hat und so, heißt es doch nicht, dass er kommerziell ist. Ich versuche ihn halt zugänglich zu machen, aber ja, das fand ich total interessant, da war ich wirklich so, um Gottes Willen, also was ist denn jetzt, das soll kommerziell sein, was ist denn dann kommerziell, also das verstehe ich nicht. Was ist so schlimm daran? Ja, und genau, und das war ja wirklich ein Vorwurf auch an mich als Abschlussfilmemacherin, ne? Ich müsste ja eigentlich sperriger sein, so nach dem Motto. Und das, da habe ich gedacht, boah, das ist jetzt echt, das ist wieder so eine Schublade, in die man gesteckt wird. Und das hat mich geärgert. Ich habe gedacht, nee, also es muss doch um irgendwie Themen gehen oder Geschichten oder irgendwas. Naja. War jetzt eigentlich schon ein Abschlussstatement, aber ich wollte noch was fragen, ob Sie noch was zur Kameraarbeit sagen können. Also gab es vorher ein Konzept für die Szenenauflösung oder für die Einstellungsgrößen oder wurde es eher spontan am Set entschieden? Auch die Entscheidung für das Grobformat würde mich interessieren, wie die zustande kam. Also es gab ein Konzept, mit dem Concernento habe ich darüber gesprochen, dass der Film am Anfang dass wir eher so nah sind und auch bewegt da mit der Kamera und das mit diesem Einsamkeitsgefühl und mit dem Gefühl, also eigentlich ab dem Moment, wo sie erfährt, dass das Kind tot ist, die Kamera ruhiger wird, weiter, also mehr Totalen, weil in den Totalen eben auch so eine Verlorenheit oder so ein Gefühl mehr transportiert wird und eben auch am Anfang eben das Gegenteil, diese Orientierungslosigkeit, Schnelllebigkeit, dieser beiden Mädchen durch die Bilder auch transportiert wird. Und Scope haben wir gewählt, weil es ist so ganz interessant, wenn man vor allem zwei Menschen bei Scope hat, dann hat man, dadurch, dass es schmaler ist und breiter, hat man mehr Raum zwischen zwei Menschen. Also man kann mit
Nähe und Distanz besser spielen, als wenn man jetzt etwas enger ist und breiter. Und das war irgendwie letztlich das ausschlaggebende Argument, auch um Scope zu drehen, weil man eben die einzelnen Figuren, also die Protagonisten, besser auch zueinander positionieren kann oder mehr Raum, Fläche hat, das zu gestalten. So. Und was dazu kam, ist der ästhetische Faktor. Also ich finde es einfach ein wahnsinnig ästhetisches Format. Also ich mache ja auch Fotografie und das ist irgendwie, ja, das ist dann auch einfach so ein Gefühl, was man hat manchmal, dass es sich gut anfühlt. Ne? Wenn es keine mehr gibt, eine habe ich noch. Hast du Angst vor Monstern unterm Bett? Nee, ich nicht, aber mein Drehbuchautor. Ja, also, ich weiß nicht, ob inzwischen noch, ne? Jetzt hat er ja sein. So, Schreiben hilft ja auch, Traumata zu überwinden, habe ich gehört. Gut, dann danke ich Ihnen und wünsche Ihnen einen guten Heimweg durch die Nässe und Kälte. Vielen Dank. So, ich wollte noch eine Sache sagen, wenn jemand Interesse hat an einem Poster mit Unterschrift von auch Eileen Tetzel und von einigen Leuten aus dem Team, dann könnt ihr das an der Kasse oder wo ist das? Genau, wir haben ja 6 Stück an der Kasse gerade liegen. Genau, also die werden dann einfach zum Mitnehmen da. Genau. Und wir möchten auf die nächste Veranstaltung in dieser Reihe hinweisen, das ist am 20. Februar und zwar Ludwig II. Und dann werden Peter Sehr und Marie Noël hier sein und Rudolf Rasch sprechen. Ganz schön nach Hause.